Hallo Freunde, hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Bioshock Infinite hier auf Ego Shooter Let's Play. Und wir waren bei der Hall of Heroes Ausstellung, die geschlossen ist. Abgeschlossen haben wir die. Vielmehr im letzten Video, das war das 20. glaube ich, das hier müsste also Video 21 ungefähr sein. Ich hoffe, es ist richtig, ansonsten bessere ich das noch aus durch Anmerkungen im Video. Ja, wir sind hier, haben die Schlacht im Wounded Knee und das ist die hier und hier nachgestellt wird. Spielen müssen im letzten Video und die chinesischen Boxer, die Schlacht haben wir auch nachstellen müssen, spielen müssen. Also was heißt nachspielen, wir haben halt leider die Falschen dann töten müssen. Ich habe, was ihr braucht, Booker. Ihr findet mich hinter dem Denkmal der First Lady. Aha, und da sollen wir also hin. Suchen nach Slate hinter dem Denkmal der First Lady. Ja, Slates Männer muss ich mir töten. Warum müssen wir schon wieder töten? Okay. Haben wir die getötet? Man kann über Lady Comstock sagen, was man will. Sie hatte ein Auge für Mode. Elisabeth. Das hast du schon mal gesagt. Dass die ein Auge für Mode hätte, die Dingenskirchen. Hier ist nämlich die Timeline von Columbia, also Zeitlinie, Historical Timeline, the City of Columbia. Und das fängt an 1874, Comstock, the Prophet is born, da wurde er geboren. Comstock, dann 1890 geht's weiter mit dem Battle bei Wounded Knee. Comstock führt die Charge and wins the day for the United States. Also er führt ihn in Schlacht und gewinnt für die Vereinigten Staaten. Seine Aktion bringt ihm den Titel Held von Wounded Knee ein. Dann 1893, 3 Jahre später, Columbia is sent around the world on a tour, on a goodwill tour. City of Columbia is launched, da ist er gestartet, 1893. 1893 ist auch das Lamm geboren. Und 1895 Lady Comstock's... Aha, die wurde ermordet. A foul band of Anarchisten are found to be guilty of murdering our lady and new battle begins on the home front. Aha. 1895, nur 2 Jahre nachdem Columbia gestartet war, gab es hier schon die ersten Bürgerkrieg-ähnlichen Sachen und da wurde auch Lady Comstock angeblich ermordet. Wer weiß, was wirklich passiert ist. Und 1901, the Boxer Rebellion Incident. Comstock retaliates against the murder of Americans in Boxer Rebellion. Columbia races Peking to the ground and declares secession from the US. Aha, dann haben sie sich von USA losgesagt und die Chinesen da vernichtet. Ja, das war die Timeline. 1912, das sind wir nämlich jetzt. Also 1874 bis 1912. Das heißt, der Prophet ist jetzt auch schon 26. Ja, so alt ist er noch gar nicht. Wenn er 1874 geboren ist, 86, weitere 20 sind 1900, weitere 12, dann wäre er doch noch gar nicht alt. Naja, gut. Er sieht mir so alt aus. Naja, dann schauen wir weiter. Verkaufsautomat. Schadensboosts. Panzerfaust. Präzisionsgewehr Schadensboost. Präzisionsboost. Leute, ist das teuer. Der Dollar, ja, uninteressant. Alles uninteressant. Wir machen lieber mal die Tür auf. Und vergessen wie immer die Uhr. Aber das ist nicht schlimm. Uhr starten. Ja, müssen wir jetzt mal 5 Minuten großzügig abziehen, wenn nicht etwas mehr abziehen. Zur First Lady sollten wir doch eigentlich. Ja, genau. Aber wir gucken nochmal, dass wir was vergessen haben. Aha, Schrotflinte. Ja. Meinst du, du bekommst die auf? Wenn's ein mechanisches Schloss wäre, vielleicht. Das ist so eine Schock-Jockey-Tür. Mit dem Erfinder von dem Ding wäre ich gern mal 10 Minuten allein.
Ja, du hast nicht mehr genug Munition, suche neue. Ist egal, wir sollen zur First Lady. Und das ist... Also wir sollen nicht zur First Lady, wir sollen zu Slade, aber der ist hinter der First Lady. Was steht hier oben? Also Tin Soldiers haben wir euch schon mal vorgelesen. Im letzten Video. Und wir gehen jetzt hier rein. Baramparam. Ihr wisst jetzt, was Comstock mit meiner Geschichte gemacht hat. Seht nun, wie er die eigene gefälscht hat. Okay, das schauen wir uns gleich an, nachdem wir hier die Kohle eingesammelt haben. Lady Comstock all überall. Aber das ist hier epische Hintergrundmusik. Und die Lichtspiegelungen. Die Lady und das Kind. Der Spross des Propheten war nur eine Woche lang im Bauch unserer Lady. Comstock hatte ein Kind? In meinen Büchern stand nichts von einem Kind. Ausgerechnet die Stelle fehlte? Das war wohl kaum ein Zufall. Doch das Kind erkrankte und unsere Lady betete Tag und Nacht dafür. So ein Quatsch. Alles erstunken und erlogen, glaube ich. Tja, Sprengbrunnen. Also ich glaube diese Story ja nicht. Weiß nicht, was ihr dazu meint. Ich glaube, Comstock lügt uns hier die Hucke voll. Der wird gar kein Kind gehabt haben. Wer weiß, wie sie dazu gekommen sind. Auf jeden Fall ist es nicht ihr eigenes. Oder Comstock war von jemand anders schwanger, also die Frau. Weiter geht's. Das ist mein Turm. Fitzroy mag meine liebe Frau ermordet haben, doch das Kind bekommt sie nicht. Sie tritt nicht zwischen sie und die Prophezeiung. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Du bist Comstocks Tochter. Nein, unmöglich. Nein! Er will, dass du in seine Fußstapfen trittst. Nun, ich will einen Hund, das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Ich will einen Hund, das heißt nicht, dass ich einen bekomme. Elisabeth. Toll. Tolle Dialoge. Wahnsinn. Ich find's einfach super. Das ist einfach kein 0815-Spiel. Und das ist kein 0815-Begleiter. Das ist so genial. Oh, Irrational Games. Irrational Games muss mir Spiele rausbringen. Die sind so gut. Schloss knacken. Kriegst du das geknackt? Na bestimmt. Elisabeth kann alles. Und seid nicht sauer, wenn ich mir Elisabeth auf Deutsch ausspreche, aber Elisabeth geht mir nach einer Weile auf den Nerv. Die Ermordung unserer Lady. Daisy Fitzroy soll es gewesen sein. Die Anführerin der Vox Populi. Ich hör mal das Audiolog dazu an, dieses Voxophon. Für diejenigen, die mich liebten, war ich die freigebigste aller Seelen. Kein Schmerz, den ich ihnen verweigert hätte. Kein Verrat, den ich nicht freudig an ihnen begangen hätte. Und als ich die Herzen aller, die mich liebten, entflammt hatte, da sprach der Prophet: Du kannst nichts tun, wofür ich dir nicht vergeben würde. Denn Gott hat mir die Sehergabe verliehen und durch seine Augen betrachtet, wirst selbst du geliebt. Mhm. Lady Comstock, Voxophon. Was haben wir hier? Geldbeutel. Wieder epische Hintergrundmusik. Ja, da müssen doch Silberegels liegen, ich wollte es gerade sagen. Wo eine Statue ist, die sie verehren, ist auch immer Geld. So. Die Musik ist ausgegangen. Oh, was soll denn das? Daisy Fitzroy. So, Leute. Wir werden wohl dahinter in die Türe gehen, durch die Türe gehen müssen.
Comstock's Vengeance, Comstock's Rache. Die Rache des Propheten. Er hat wahrscheinlich mehrere... ein Exempel statuiert. An diesen Vox Populi. The Prophet, Bearer of the Sword, brought his wrath down upon Daisy Fitzroy and the Vox Populi. He pursues them relentlessly to this day. Okay, er jagt sie heute noch gnadenlos. Und wir machen mal die Tür auf. Oder können wir da hoch irgendwie? Ne, aber die Mülltonne war noch nicht durchsucht, aber jetzt ist sie durchsucht. Hier kommen wir nicht durch. Hier ist dieses Höllenfeuer, wollen wir sicher nicht gehen. Oder passiert uns da vielleicht doch nichts? Ne, das sind nur Attrappen, da können wir rein, passiert nichts. Aber naja gut, bringt auch nichts. Türe auf. Und dann geht's hier nach draußen. Der Innenhof. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Ja, danke. Das heißt im Endeffekt, ich bin dick ich und du nicht. Ich gehe mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Da. Ist das? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Frachthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Aha. Elisabeth kann Risse öffnen, um Nachschubverbünde oder Deckung zu beschaffen. Schau okay. Einen Riss an und... Sagen Sie es, wenn ich den Frachthaken holen soll. Halte F gedrückt. Okay. Coole Sache, Elisabeth. Elisabeth? Hier. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Jo. Dann gehen wir da drüber. Sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Slates Männer? Durch diesen Riss kommen wir höher rauf. Und der hier liefert uns ein Geschütz. Und etwas Deckung. Ja, dann nehmen wir den mit dem Geschütz. Nimm den da! Geschütz, schnell! Booker, Raketen! Wir wechseln mal kurz. Ich suche noch. Munition. Das wird jetzt happig. Kein Black-Soldat wird mich je besiegen. Wir sind aber auch kein Black-Soldat, Freund. Chen. Leute. Nicht aufgeben, Booker. Das war jetzt bitter. Es tut mir leid, dass wir hier gestorben sind. Aber, es war heftig. Hol den Krafttag. Ja, aber so sind wir jetzt gestorben. Nicht sterben, Booker. Wieso sind wir jetzt gestorben? Es tut mir jetzt leid, dass wir jetzt schon wieder gestorben sind. Aber das war jetzt heftig. MG-Geschütz. Hier!
wollte schon sagen, der stirbt gar nicht. Comstocks Schoßhündchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Bugge? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! Jo, wir brauchen diese Kraft, um hier rauszukommen. Während wir uns hier erstmal wieder etwas auffrischen. Und das Geschütz aus dem Riss, es funktioniert noch. Jo, da wären wir soweit ganz gut durchgekommen. Nur Zumba gestorben. Also die Schwierigkeit ist schwer, also nicht wundern, wenn ich so oft sterbe. Und irgendwie dieser eine Typ, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der letzte Soldat, der wollte überhaupt nicht sterben, obwohl ich ihn permanent getroffen habe. Der hatte eine ziemlich dicke Health Bar, also Gesundheitsleiste. Wieso, warum auch immer. Ja, und die Panzerfaust hatte er auch noch. Aber die nehmen wir nicht. Wir nehmen weiter MG. Ja, Comstock, seine Frau, das Kind. Shock Jockey, den müssen wir jetzt immer bekommen. Achso, wir können jetzt hier noch. Bam. Den Rabatt-Dollar-Bill. Automat leer. Den konnten wir jetzt herbeirufen, aber er bringt uns im Endeffekt nichts. Weil hier steht Automat leer. Okay. Dann geht's wohl hier weiter. Medizinkit. Coole Sache. Halt die Augen auf nach dieser Schock-Jockey-Kraft. Verkaufsautomat, Schadensbooster. Ja. Kein Geld. Krähenfallen, Hilfe, wirkt sich die Opfer von Killerkrähen zu Krähenfallen werden. Ja. Teufelskuss-Hilfe. Etwas günstiger. Fügt Mini-Cluster für einen größeren Wirkungsbereich und mehr Schaden. Zu Beherrschung billiger, verringert die Menge an Salzen, die nächsten, um Beherrschung zu nutzen. Also ich werde mir jetzt die Krähenfallen Hilfe holen, das ist mir jetzt egal. Jetzt haben wir zwar kein Geld. Okay, hier. Haben wir jetzt wirklich kein Geld mehr. Aber wir haben jetzt Krähenfallen Hilfe, was bedeutet das Geld? Wir gehen wieder voll auf Killerkrähen. Denn die Kraft bringt uns jetzt wirklich viel. Ein Kinetoskop. Behold. Der war. Tut mir leid. Seht das Wunderkind. Nach nur 7 Tagen kommst du Schoß, kommt das Wunderkind zur Welt. Lady Comstock ist für die Mutter die richtige Wahl, für dieses Wunder. Unsere Zukunft und unsere große Unternehmung liegt in den kleinen Händen. Ja, okay. Ist gut. Interessiert uns eigentlich nicht so wirklich. Es hätte gemacht mit den Kinetoskopen, aber so viel Info bringt es nicht. Hier ist ein weiteres. Das Lamm ist die Zukunft der Stadt. Der Spross des Propheten wacht von Monument Island aus über uns. Wann kommt sie zu uns? Nur der große Prophet weiß es mit Sicherheit. Naja, wer sonst? Ende. Okay. Haben wir das auch gesehen? Das Worteten. So, und wir haben jetzt Killerkrähen wirklich aufgerüstet. Das wird die einzige Kraft sein, die wir jemals aufrüsten. Im Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie. Zu rar ist jeder Schlag von Mann. Der Heulen und Schreien nach Angstfall. Im Himmel beugte Comstock das Knie. Wieso hält sich schon die Ohren zu? Blechmänner, Bucke. Dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln statt Köpfen und Herzen. Oh Gott, Motorized Patriots. Da kommt schon einer. Auf das Getriebe zielen, bitte sehr. Danke. Auf das Getriebe zielen, okay. Sorry, mehr hab ich nicht. Wir haben ihn. Siehst du, Booker? Vielleicht bist
bist du noch der, den ich kannte? Vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle. Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht. Jetzt will er mich kriegen. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Ach so, deswegen sollten wir seine Männer töten? Gib uns einfach, was wir brauchen! Weil die sonst Blechsoldaten gemacht werden. Wir holen uns jetzt hier noch Medizinkits. Geht klar. Und laufen wir weiter. Haben jetzt hier die Gatling Gun genommen. Wir haben die Gatling Gun. In dem Laden war eine verschlossene Tür. Die kriege ich sicher auf. Ah ja, verschlossene Tür. Salzampullen. Motorized Patriots. Das ist schon krass, was hier abgeht. Aber liebe Freunde, wir müssen aufhören. Wir machen genau hier an der Stelle weiter, wenn wir Schockjockey finden müssen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum 22. Bioshock-Video. Zum nächsten dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut mal in die Kommentare. Schreibt was. Lasst mich wissen, was ihr sagen wollt. Und dann bis dahin. Euer Let's Play. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.